Kannst du dir vorstellen, ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Mich interessiert es nicht, ob du redest, ich rede halt gerade. Und ja, in der letzten Folge haben wir die letzten Core Keys gesammelt und haben den Schöpfer getroffen von Coca-Cola. Und ja, wir haben jetzt ein Angebot hier bekommen. Entweder sollen wir den Typen umbringen oder wir tun Sierra hier mit ihm allein lassen. Aber ich will mal sehen, wie er darauf reagiert, wenn sie ihm Gesellschaft leistet. Ich kann mir nicht vorstellen, hat das auch irgendwie sehr. Kann ich den? Ne, ich kann ihn nicht anvisieren. Hätte sie das Angebot nie gemacht, ne, dann wäre es irgendwie viel einfacher gewesen. Hätte ich ihn einfach abgeschaltet. Aber naja. Übrigens, falls euch das gefällt, könnt ihr ein Like, einen Kommentar, ein Abo oder sonst irgendwas hinterlassen. Das wäre sehr toll. Dankeschön. Und ja, mal gucken. Wir gehen erstmal auf das Angebot von ihr hier ein. Fälle keine voreilige Entscheidung. Also, hast du dich. Ich will einfach meinen Anzug sehen. Der ist wahrscheinlich nicht so gut. Und dann gucken wir mal, was im Tresor ist. Weil wir müssen auch produktiv denken, ne? Und dann gucken wir mal. Ich schalte die Energie nicht ab. Wenn Sierra die Gesellschaft leistet, seid ihr beide glücklich. Was? Du willst die Wünsche eines Mannes nicht respektieren, der so viel gelitten hat? Nee, ne, genau, das meine ich. Ich flehe dich an. Überleg es dir nochmal. Irgendwie tut mir leid. Ich würde es nicht aushalten. Hast du dich entschieden? Ich schalte die Energie nicht ab. Was? Ich verarschen. Sierra. Ich wage ja kaum zu fragen, aber wie lautet deine Entscheidung? Ich nehme dein Angebot an. Ich schalte die Energie nicht ab. Danke, danke, danke. Du tust das Richtige. Es geht hier immerhin um eine große Persönlichkeit. Schon längst tot sein sollte. Entschuldige mich bitte. Ich muss mit einer lebenden Legende sprechen. Viel Glück mit Nuka World. Ich bewundere deine Hartnäckigkeit. Es war bestimmt nicht leicht, hier reinzukommen. Es freut mich, wie sehr meine Arbeit noch heute geschätzt wird. Sierra hat mir das klar gemacht. Verdammt, er ist glücklich. Nimm dir, was du brauchst. Für mich hat das alles hier keinen Wert mehr. Ich kann immer noch die Energie abschalten. Dann kann ich beide Sachen, glaube ich. Es ist unbestreitbar schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Verdammt, er ist glücklich. Ich krieg die Krise. Zeig mal. Die Legendswahrnehmung. Hey. So, voll beschissen. So, was haben wir hier drin, ne? Will ich verarschen? Was ist das denn? Wer es findet, dem gehört, richtig? Okay, was haben wir hier drin, ne? Was zum Luca-Atombombe? Coca-Cola-Rezept. Luca-Atombomben. Klingt doch viel besser. Atombombenwerfer. Okay. Da bin ich noch mal gespannt jetzt. Okay. Wir machen das Ganze noch mal. Ah, okay. Ja, wir haben einen blöden Anzug und einen Luca-Cola-Werfer, hallo? Was zum Teufel? Sie wird ja wohl nicht auf uns losgehen, wenn ich von Anfang an sage, dass wir den abschalten, ne? Sierra. Ich wage ja kaum zu fragen, aber...
Vergiss es. Ich will den Prototyp. Und ich werde ihn. Ich will das aber nicht so ausdrücken. Wirklich eine der größten Persönlichkeiten seiner Generation zum Tod verurteilen? Obwohl ich dir und das nur, um an eine Waffe zu kommen? Mir war nicht klar, dass du so herb. Na gut, dann vernichte einen unserer Staatsschätze. Ah, okay. Und tschüss. Hi, Sierra. Unfassbar, ein kluger Mann wie Mr. Bradburton geglaubt hat, dass er für immer leben kann. Er hatte wohl Angst vor dem Altern. Vielleicht hast du das Richtige getan. Ich weiß es nicht. Ich bin hin und her gerissen. Hallo, Sierra. Wie ich einfach so casually sage. Das war eine einmalige Gelegenheit. Betonung auf wahr. Bingo. Coca-Cola-Rezept kannst du. Modifikation. Ah. Kann ich dann den Big Boy reinpacken? Keine Ahnung. Ich fand die war sowieso so moralisch jetzt besser. Weil der Typ hier, weiß ich nicht, wie lange sitzt er schon hier als Kopf? Ah. Der ist auch blöde dann. Mein jahrelang hier einsam, weißt du, die wird einfach so zugeklatscht, ne? Aber wenn ich aufmache, uff. Okay, du wolltest das Nuka-Cola-Rezept, hier ist es. Es war also wirklich hier. Vielen Dank, aber verziehen habe ich dir noch nicht. Du hast den Mann umgebracht, der mein größter Held war, der die Softdrink-Branche revolutioniert und Millionen Menschen zum Lachen gebracht hat. Denn Waffenprototyp erfunden hat. Er hatte eine Entscheidung getroffen, die ich respektiert habe. Das solltest du auch. Ja, stimmt schon. Es ist nur, ich hätte mir nie träumen lassen, jemals mit Mr. Bradburton persönlich sprechen zu können. So eine Gelegenheit zu bekommen. Und dann wird sie einem weggeschnappt. Das war... Trotzdem werde ich nicht vergessen, dass ich einen tollen Augenblick lang den Mann getroffen habe, der Nuka-Cola erfunden hat. Das werde ich nie vergessen. Nie im Leben. Und ohne deine Hilfe wäre das nicht passiert. So. Danke. Und bedanke dich mit Kronkorken. Gerne doch. Hier. Ich weiß, es ist nicht viel. Aber du hast sehr viel mehr als deine Pflicht getan. Ich glaube, ich bleibe noch etwas hier. Mal sehen, was ich sonst noch finden kann. Wenn ich hier fertig bin, brauche ich bestimmt ein größeres Haus für mein Nuka-Cola-Museum. Okay. Warte mal hier noch. Mehr als Kirschlimo. Landlimo, Cola, Coffee. Oder Kaffee. Der Millionen Leute zum Lachen gebracht hat und dafür einen Atombombenwerfer gebaut hat. Ja. Und ihr trinkt erstmal einen Schluck Coca-Cola oder was? Oh, egal. Ich bereue meine Entscheidung jetzt nicht so, wenn ich ehrlich bin. Und dann gehen wir mal. Ciao, ciao. Sieh noch was. Jetzt eigentlich, weiß nicht, mit der Zeitschrift oder so noch gerechnet, wegen Vault und so. Eigentlich so Vault ist das überhaupt hier. Hier nirgendwo angezeigt. Nicht auf der Karte angezeigt, oder? Büro einfach nur. Was? Okay, ich dachte, da bewegt sich irgendwas auf der Karte. So, was uns jetzt noch fehlt hier. Also hier fehlt uns noch eine Menge wahrscheinlich. Aber eigentlich nicht, ne? Eigentlich haben wir schon alles hier. Nuka World erkundet. Wir müssen noch so Medaillen hier finden.
Stock. Holz. Uns fehlen noch so Medaillons, die wir hier noch finden müssen. Ich bräuchte mal eine Dingsbank, eine Werkbank. Dann könnte ich mal gucken, ob ich den... Obwohl, den kenne ich wahrscheinlich nicht. Obwohl, vielleicht oben, in diesem Mountain, in dieser Loge, wo ich bin. Ist eine Waffenwerkbank? Ich glaube, da gibt es nur eine Dingens, ne? Na, Laborstation. Ja, gucken wir mal. Können wir uns von da aus irgendwo wegporten? Ich will auf jeden Fall das Ding ausprobieren. Wir können dann Luca Bomben herstellen. Am Laborstation vielleicht. Mal gucken, was wir verbrauchen. Bestimmt Luca Cola. Oder Luca Cola Quantum. Da war ich gespannt, worauf ich gespannt bin. Kann ich halt in den Big Boy reinpacken? Was hat der Big Boy überhaupt für einen Effekt? Ich meine, ich habe der hat so mehr Dingen jetzt eingebaut bekommen von mir, aber was hat der für einen Effekt? Ach ja, der tut zwei Dinge auf einmal abschießen, genau. So, und da jetzt in Verbindung mit diesen Luca Cola Modifikationen wäre doch richtig perfekt. Oder wie ist das? Ich weiß nicht. Lass mal kurz zur Laborstation gehen. Ich muss mal gucken. Und so, aber wir haben eine Mission ja abgeschlossen. Fällt mir gerade auf. Das ist die Hauptmission, glaube ich. Kampf wohl. Ach ja, hier ist ja noch jemand aufgetaucht. Ah. In der Feuerprobe müssen wir auch noch begrüßen. Ja. Machen wir dann auch noch irgendwann in der nächsten Folge vielleicht. So besten die Medaillons. Ja. Da oben ist eine Laborstation, ist dann auch eine Waffenbank. Da wäre nämlich super duper Cola Nola wat. Super duper Mart. Sterbe ich dadurch nicht? Nein, ich werde sterben. So. Ich habe eine Power Armor Station, aber keine verdammte Werkbank für Waffen. Feuerwerk. Termin, nein. Nuka Atombombe. Nuka Cola Quantum und Mini Atombombe. Okay, cool. Warte mal. Nuka Atombombenwerfer. Nuka Atombombenwerfer nur. Ich dachte, ich kann dann irgendwo da reinpacken, ja. Den, egal. So, ich dachte, ich kann den Mod irgendwie so selber herstellen und so. Obwohl, wenn ich das da rausnehme, vielleicht. Mal schauen. Ich bräuchte eine Werkbank irgendwann. So, was haben wir ja noch hier? Wertvolle Medaillen. Fahrt mir in Welt der Erfrischung. Im Luca Racers und Welt der Erfrischung. Da werden wir aber nur in dem Part ja schaffen, oder? Welt der Erfrischung und Luca Racer. Wo ist Luca Racer? Sagt mir jetzt gar nichts. Riesenrad, Kitty Kingdom. Safari Adventure. Luca Racer sagt mir jetzt gar nichts. Hier irgendwo. Ach da, oder? Cola Cars. Da muss ich auch hin wegen Dingens, glaube ich. Noch nicht. Luca Racers, ist das da? Wettererfrischung, ne? Gehen wir jetzt mal da rein.
Aber da gerade schon drin, Mann. Diese Medaillons, die sind meistens immer am Ende irgendwie von so einem Ding, glaube ich. Oder am Anfang. Also, gucken wir mal. Ja, nicht auf der Karte notiert, das ist ja blöde. Aber die Korkis. Block! Aber naja, gucken wir mal. Vielleicht hat er direkt da am Eingang, das wäre gut. Im Wert der Erfrischung ist, glaube ich, allgemein noch irgendwie so ein Ding, was ich noch nicht gefunden habe. Hallo. Das ging schnell. Irgendwie so ein Gebiet, das ich noch nicht erkundet habe. Da sind irgendwie Geschütze auf der anderen Seite. Kommt man da irgendwie anders rein? Ist dann wahrscheinlich irgendwie so einen anderen Eingang irgendwo. Ich will jetzt hier immer so ein Pferd rufen. Ich sehe schon wieder, wie so ein Sturm aufzieht. Sturm zieht auf. Ah, ist wieder wunderschönes Wetter, ne? Ah. Oder meinen hier noch? Ich denn hier? Ach, da war hier noch die Dingens, ne? Die Lukalor Königin, irgendwie sowas. Mal wird mir ihren Dingens angezeigt. What? Ist doch egal, wir gehen jetzt zu Luca Racers, wo auch immer das ist. Ich nehme mal an, das ist. Ich gucke noch mal überall nach. Weil wer weiß. Evans Haus, Mortys Haus, Evans Haus. Das ist das Schaufelmuseum. Gehen wir mal da ein. Schon richtig sein, da müssen wir mit den Dings reden, ne? Ja, ich habe letztens irgendwie Geld abgeholt an meiner Truhe hier bei meiner Basis. Also ja, die senden das Geld irgendwie immer hierhin. 100 Kronkorken waren das. Ja, zwei Nachrichten habe ich bekommen, also schickt jeder von ihnen nur 50 Kronkorken, was ja wenig. Theoretisch kann man voll das riesige Einkommen hier haben, ne, wenn man irgendwie so Shops und so was aufbaut in Siedlungen. Aber ich habe ja genug Geld. Hier gibt es auch voll viel, voll wenig Läden, fällt mir gerade auf. Gibt nur diesen einen Marktplatz, von dem man irgendwie Waffen kaufen kann. Und da gab es, glaube ich, nicht so viele einzigartige. Ja, ein bisschen doof. Ja, ist hier Luca Racers. Luca Cars Arena, ja, aber. Seit Luca Racers. Sammle ein Parkmedaillon in Luca Racers. Ist ja nicht, das ist ja mehr so Dingens hier. Wie nennt man das nochmal? Wie nennt man das nochmal, wenn man so, ach hier war die Feuerprobe, genau. Wenn so mit Autos hier gegeneinander fahren muss. Den Namen ist vollkommen vergessen. Ja, war noch schön, als ich hier reingekommen bin in der Feuerprobe. Technische Dokumente. Noch ein technisches Dokument. Für Kronkorken, die wir brauchen. Ich gehe mal da rein. Bin ich näher jetzt. Diese ganze Zeit voller einfacher Eingang. Mein Gott, mein Gott, was bin ich gesprungen jetzt? Ein bisschen gruselig.
Ja, da haben sie schon wieder Geld geschickt, glaube ich. Glaube ich. Ich werde da rein, da wird ja schon richtig sein, ne? Warum nennen sie dich dann Luca Racers? Aber er ist ja nicht Racers, das ist ja wieder mal anderes. Aber er ist nicht irgendwie ein Ort, der nicht verzeichnet ist auf der Karte. Dann rege ich mich auf. Bin ja nicht sinnlos durch die Gegend rennen die ganze Zeit. Was willst du? Wer redet da mit mir? Sind die ganzen Leute hier? Der liegt immer noch da. Leute, kann ja mal irgendjemand hier wegpacken. Ah. Also ich war seine, der liegt hier immer noch rum. Warum kommst du gar nicht hin? Komm schon, wo ist der blöde Teil? Mir sagt mir, das ist hier. Ich glaube, es ist nicht hier. Mit dem Questgeber hier reden, aber ja diese komische Flasche. So, Gorillas haben wir bisher noch nicht bekämpft, ne? Mich auch irgendwie überrascht. Aber hier sind nicht. Damn. Verdammt. War schon klar, wo ist denn Luca Racers? Bestimmt in Kitty Kingdom oder irgendwie sowas. Hey, halt, Moment mal. Jetzt dieses Dingens hier. Diese Dinger, die ja durch die Gegend fahren, das soll bestimmt das, ne? Ja, ich habe eine Idee, lass da hingehen. Wisst ihr, wo noch mal ist? Die fahren ja durch die Gegend, also nehme ich mal an, da ist das. Ich muss noch ein paar Szenen ja vom Best of irgendwie ja, zusammenschneiden von diesem Projekt hier, schon lange nicht mal gemacht. So, da war das doch irgendwo, glaube ich. Oh, die Flasche, die voll vergewaltigt wird von allen, meine Güte. Der Kork nämlich voll an Gumball erinnert. Die großen Regeln, die man häufig verwendet, wäre in ganz USA, ja. Weil es eigentlich außerhalb der USA passiert, ist den anderen irgendwie alle. Weil ich weiß, mit Deutschland. Was mit Deutschland? Ist dem bewusst irgendwie, dass in der USA jetzt voll, weiß ich nicht, apokalypsenmäßig alles läuft? Oder so. Ich weiß nicht. Da sind wir immer da. Da sind doch schon mal geschehen. Er ist aber bestimmt Luca Racers hier, ne? Ich werde vielleicht nicht hier rumlaufen, aber. Das ist halt, was irgendwie so in den Sinn kommt, wenn ich an Racer denke. Alter, wie weit springe ich? Wollte schon immer so weit springen? In Sicherheit. Ja, den Dings brauche ich auch gar nicht mehr. Diese Brille. Also immer wieder, wo ist, was hatte ich noch mal an? Ja, das hier, ne? Komm, jetzt sehe ich wieder episch aus. Ich aus wie so ein möchte gern Feuerwehrmann. So war fahren, da ist er doch. Ja, wenn ich meinen Kopf manchmal anstrenge, dann passieren manchmal solche Sachen. Gut, dann gehen wir zurück zu Nira. Genau so ist das Ding. Das ist genau wie meine Frau heißt das Ding.
Warum hast du mir nicht angezeigt? Meine Frau ist Nora, glaube ich. Ich habe sogar den Text von diesen Videos hier reingepackt. Hätte ich gewusst, dass sie direkt am Anfang stirbt, hätte ich sie natürlich rausgenommen. Weil niemand wird irgendwie nach der wahrscheinlich suchen. Aber okay. Was soll's? Dann würde ich schon sagen, dass wir in der nächsten Folge mit der Story weiter. Ne, in der nächsten Folge machen wir dann die Feuerprobe, genau. Guck mal, was passiert, wenn wir hier die Feuerprobe überwachen oder irgendwie sowas ähnliches. Das müssen wir doch machen, ne? Dann können wir in der übernächsten Folge die Story weitermachen. Es war hier noch ein paar Sachen, die ich machen muss, aber ich glaube, das sind so nur noch 15 Sachen. Schreiten also. Oh. Noch besser als meiner vorherigen Nachbarn. Wo immer einer so aggressiv am Kotzen war. So, hallo. Ja, real, dich erinnere ich mich noch. Aber was hast du mir zu sagen? Ich habe deine Medaillen gefunden. Hallo! Wenn Sie Fragen zu Nuka World haben, werde ich sie mit Freude beantworten. Und nicht vergessen, für einen kompletten Satz Parkmedaillons erhalten Sie von mir eine besondere Belohnung. Erzähl mir mehr über diese Parkmedaillons. Ja. Ist mir ein Vergnügen. Im Park befinden, sobald Sie ein... Ja, das will ich nicht wissen. Ich habe einen Million. Kompletten Satz Parkmedaillons. Wirklich? Das ist ja Nukatastisch. Hier ist Ihre besondere Belohnung. Was möchten Sie sonst noch wissen? Was habe ich jetzt bekommen? Ich habe es nicht gesehen. Lass mich sehen. Moment, wo ich jetzt war, mein Riesenrad entfernt. Ich habe nur Kronkorken bekommen. Ruka Race ist entfernt. Okay, die Medaillen sind jetzt auch weg. Gut. Was habe ich dafür bekommen? Was habe ich dafür bekommen? Dann habe ich dafür bekommen. Boah, Nuka Cola Dark, ehrlich? Nuka Grape, ihr sagt mir nicht, ich habe von jeder Sorte irgendwie eins bekommen. Boah. Erzähl mir von der Nuka Cola Corporation. Unsere Geschichte beginnt im Jahr 2044. Ich habe ein paar Nuka Colas bekommen. John Caleb Bradburton, die Formel für seine. Ja, habe ich getroffen, der Typ ist cool. Wortwörtlich. Das Urin irgendwie zum Leuchten bringt, ne? Erstmal keine Fragen. In dem Fall, danke für Fehler. System-Fehlfunktion. Du bist noch da? Scheiße, jetzt verschwinde hier, du elender, dummschnüffelnder Müllwühler. System, wiederhält einen schönen Tag. Du hast sonst nichts mehr zu sagen, ne? Wenn Sie Fragen zu Nuka haben, denken Sie daran. Erstmal keine. In dem Fall, Fehler. Du bist noch da? Ja, aber ihr trägt das scheiß Gesöff, falls wäre es sehr geil. Okay, was haben wir noch hier? Kampf ohne Moral, einmal absahen, trifft nicht mit dem Team, Raider Pull in Back. Das sind alles außerhalb vom Dings, glaube ich. Von Nuka World. Ja. So bräuchte auch nicht. Nachricht von Voltec. Ist das auch noch hier von? Egal. Vault 88. 88. Ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber das ist doch einer, den wir schon gefunden haben. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir hier das, nehme ich an. Zusammenfassung. Ja, anders hat die Feuerprobe betrieben. Ich muss mit Fitch sprechen, um herauszufinden, was als nächstes geschieht. Das klingt doch lustig. Da würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und wir beenden dann schon mal die Folge hier. Und ja, wenn euch der Bad gefallen hat, könnt ihr mal einen Kommentar, ein Like, ein Abo oder sonst irgendwas hinterlassen. Und dann sage ich dann vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Bis zur nächsten Folge.